Guten Tag, meine Damen und Herren, hallo Freunde der französischen Fremdenlegion. Es ist wieder einmal soweit. Ich werde Ihnen heute ein neues Regiment der Légion étrangère vorstellen. Sie ahnen bereits, um welches Regiment es mir geht. Richtig. Das Premier Fremden Pionierregiment, das Premier Regia, Regiment étranger de génie. Dazu eine Geschichte. Als ich im Jahr 1985 mich bei der Legion engagierte und mich derzeit im Februar, März, April in Castelnaudary, in Quartier La Passé befand, bei der Ausbildung, war mein Zugführer ein Spanier. Es war Adjutantchef Romero, ein brillanter Zugführer, ein extraordinärer Mann, ein hervorragender Kämpfer. Und ich dachte damals bei mir, wenn die Legion nur über solche Männer verfügen würde, dann würde nie eine Schlacht verloren gehen. Der Hick an der Sache war, richtig, Romero war kein Legionär, er war ein Cadre Blanc. Ein Cadre Blanc nennen wir einen Mann, der von der regulären Armee in die Legion abkommandiert wird, um dort in einer gewissen Domäne Ausbildung voranzutreiben und das Wissen, das eben der Legion fehlt, an sie weiterzugeben. Romero war ein Pionier. Der Hintergrund war, dass eben ein Jahr vorher, im Juli 1984, das 6e Regiment étranger du génie gegründet wurde, in den Reihen, in den Regimentern der Legion aufgenommen wurde. Bereits 10 Jahre später hatte das 6e Reg zahlreiche Einsätze hinter sich gebracht. Afghanistan, Operation Salam, Irak, Desert Storm Dage. Es räumte dort Minen in Kuwait City. Mazedonien, Pakistan, Bosnien. Ich spreche von der Operation der United Nations, UNPROFOR. Gehen wir rüber auf den afrikanischen Kontinent. Libanon. Deswegen nennt man das Regiment auch Le Regiment du Levant. Tschad, Mali, Somalia, Zentralafrikanische Republik. Und es geht so weiter und so weiter. Nicht zu vergessen natürlich die Blauhelm-Mission in Kambodscha. Das Premier Regiment ist heute stationiert in Laudun, im Quartier General Rolle. Es hat eine Stärke, eine ungefähre Stärke von 935 Mann. Und es handelt sich bei diesem Regiment um ein Regiment Sturmpioniere. Ein Sturmpionier hat den Auftrag, die Bewegungen des Feindes einzudämmen, zu hemmen oder unmöglich zu machen und im Gegenzug natürlich die Bewegungen der eigenen Truppe zu ermöglichen. Es ist in der Tat ein kampfunterstützendes Regiment und zwar direkt kampfunterstützend. Ist wichtig zu wissen. Eine Sache noch. Dazu, bevor ich weitergehe und das Regiment weiter Ihnen vorstelle. Im Jahr 1998 wurde im 4. RÖ wieder in Castelnaudary eine Kompanie gegründet. Es war die Kompanie Saint-Christol. Sie war Vorreiter für das ein Jahr später gegründete Regiment 2e Regiment étranger de génie. Man hatte also ab 1999 zwei Pioniereinheiten in der Legion. Das 2e Reg und das 6e Reg. Und natürlich kam dem 6e Reg der Rang Nummer 1 zu. Und siehe da, aus 6e Reg wurde Premier Reg. Nun haben wir zwei Regimenter, das 1. und das 2e Reg. Das Premier Reg ist in 7 Kompanien gegliedert. Einmal eine CCL. CCL ist die Stabs- und Versorgungskompanie. Die Aufgaben einer Stabs- und Versorgungskompanie, die kennen Sie zur Genüge. Wir haben 4 Kampfkompanien. Der generelle Auftrag dieser Kampfkompanien sind alle Aufträge, wie sie eben ein Pionierregiment annehmen kann.
Im Speziellen natürlich der Kampf im Gebirge als Sturmpioniere und der Kampf unter extremen Wetterbedingungen. Des Weiteren haben wir eine Kompanie der Puy. Das ist eine starke Kompanie. Eine starke Kompanie gegliedert in 7 Züge. Hervorzuheben wäre der Kampfschwimmerzug. Pionier-Kampfschwimmerzug. All diese Einheiten haben mehr oder weniger Aufträge wie Minen legen, Minen räumen, entfernen oder anlegen von Hindernissen, überqueren von Flüssen via Brückenlegepanzer, einrichten von Schutzwellen für die kämpfenden Verbände, etc., etc., etc. Es sind von der Imagination her keine Grenzen gesetzt. Ich möchte Ihnen noch kurz einmal das Wappen, das Sie im Vorspann schon gesehen haben, erklären. Es ist ein Sechseck, in deren Mitte eine Granate sich befindet, die 7-flämmige Granate der Fremdenlegion, und in der Bombe darunter die 1 Premierräger. Auf der rechten Seite sehen wir eine Rüstung, das Symbol der Pioniereinheiten, und auf der linken Seite, etwas nach oben versetzt, eine Brücke. Es handelt sich um den Pont du Garde. Natürlich sind die Farben der Fremdenlegion, grün und rot, ebenfalls in diesem Abzeichen zu sehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich erwarte Sie in einer Woche zu meinem nächsten Clip, wenn ich Ihnen das Deuxième Régiment étranger de Genie vorstellen werde. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön, Thomas Gast.